deutschen Fernsehen, in der das Niveau 20 Zentimeter Absätze trägt. Natürlich Germany's Next Topmodel. Es läuft immer noch in der, ich weiß nicht wie vielten Staffel, Germany's Next Topmodel, auch bekannt als Magersuchtfrau. Und ich mache das, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen das heute, Sie werden an mich denken, ich lege mich fest, die Dünne gewinnt. Das Prinzip der Show ist ja schnell erklärt. Heidi Klum bläut jungen Frauen ein, wozu die da sind. Und wozu sind junge Frauen da? Eine junge Frau muss sexy sein und nochmal sexy. Klamotten sind optional, wenn nicht sogar kontraproduktiv. Es heißt, schön Klappe halten und wer zu fett ist, fliegt raus. So hat die Welt jahrhundertelang funktioniert. Never change a winning Sexismus. Und ganz wichtig ist natürlich, es wird getan, was der Kunde will. Da kommt der Kunde und der will irgendwas, der Kunde. Und dann macht man das, was der Kunde will. Ist ja klar, ist ja der Kunde. Also wenn der Kunde sagt, ja, nur mit einem Drahtseil gesichert, eine Wand runterlaufen, klar. Körperspannung, stell dich hin. Nichts leichter als das, ja. Heidi hat immer wertvolle Tipps für ihre Mädels, genau wie hier. Brasilianisches Blut an den Tag. Ja! Ja, hol doch mal dann. So geht brasilianisch in Bergisch Gladbach. Ja? Hol das doch mal an den Tag, du. Kann doch nicht so schwer sein. Andere müssen mit einer Python kuscheln. Du musst so relaxed sein, schon. Bisschen mehr zu mir. Kopf darüber. Franzi, weißt du, wie es aussieht? Es schaut aus, als hätte die Franzi, wäre das nicht geheuer. Und du musst der mit dem Abi sein. Was das alles soll, ich habe keine Ahnung. Ja, natürlich, man kann sich im Prinzip so auf alle möglichen, ich meine Model-Business meistens nicht. Da machen die keine Karriere im Model-Business, aber man kann alle möglichen Karrieren machen, wenn man das einmal durchgemacht hat, sich so ausbeuten, so demütigen zu lassen. Da kann man zum Beispiel ohne weiteres bei Amazon im Lager anfangen. Heinz Strunk ist ein großer Fan der Sendung und verpasst keine Folge. Heute ist er bei Extra-Drei noch vor seinem großen Umstyling. Herzlich willkommen, Heinz Strunk! Heidi Klum, unsere stets gut gelaunte Model-Mutti, mehrt das deutsche Ansehen in der Welt. Zu allen Zeiten. Ich betone, zu allen Zeiten wäre man stolz auf Heidi gewesen. Seit 30 Jahren dieselbe Frisur, die gleichen Klamotten, der gleiche Gesichtsausdruck. Das soll ihr erstmal eine nachmachen. Ihr Geheimnis, das Klum-Prinzip. Fröhlich, fleißig, heilig. Strebsam, pünktlich, Klum. Treu, diszipliniert, deutsch. Ja, denn unsere Heidi ist ein deutsches Mädel und schämt sich nicht dafür. Oder ist es schon wieder so weit, dass man sich für Tugenden und einen geraden Charakter schämen muss? Was sind das bloß für Menschen, die sie als Heidi-Nationale oder gar Heidi-Plumpsklu verspotten? In ihrer wenigen Freizeit kommen auch die schönen Künste, Literatur und Bildung nicht zu kurz. So hat sie knapp vor Vollendung ihres 44. Geburtstags ihr erstes Buch zu Ende gelesen. Webers Grillbibel. Was Heidi sich selber auferlegt, verlangt sie auch von ihren halbwüchsigen Möchtegern-Models. Zu viel verlangt? Mit harter, aber gerechter Hand richtet die sympathische Unterscharführerin verweichlichte Teenies zu Versandhausmodels ab. Von Heidi lernen heißt singen lernen. Nicht stören, nicht aufmunkern, gehorchen, kurz sich dünne machen. Denn Heidi kennt nur einen Maßstab. Sie kennt nur einen Maßstab, sei Zero. Und kommen Sie mir nicht mit den ewigen Vorwürfen, sie sei geschäftstüchtig und geldgeil. Ja, wo sind wir denn? Mich persönlich hat ihr lässiges Sortiment Le Sac für den Discounter Lidl sehr angesprochen und wünsche ihr auch für 2018 für die Kick-Kollektion Hungry Children oder für Primark's Working Man's Death alles Glück dieser Erde. Wie geht es nun weiter? Breaking News! Heidi konnte als Botschafterin der deutschen Rüstungsindustrie verpflichtet werden. Ihr Konterfei ziert nun die Handfeuerwaffen von Heckler & Koch. Im Spitzenmodell Leopard 2 A7 Plus des Panzerbauers Krauss Maffei hat sie als Testfahrerin bereits 2000 Wüstenkilometer zurückgelegt. Und ein Zerstörer aus der Waffenschmiede von ThyssenKrupp wurde von ihr persönlich eingefahren. Nur mit den Männern heide Heidi noch nicht das verdiente Glück. Vom Flavio Briatore über Ziel bis Vito, alles ausgeschnibbelt.
Und mit Ex-Teenie-Star Tom Kaulitz ist es leider auch schon wieder vorbei. Der Grund, seine Musik war ihr zu kompliziert. Doch nach allerneuesten Gerüchten hat sich das Liebeskarussell bereits weitergedreht. Und sie pflegt eine offene Dreiecksbeziehung mit Pietro Lombardi und Schäfer Heinrich. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen recht schönen guten Abend. Vielen Dank, Heinz Strunk.